Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder back am Start mit Dragon Ball Action. Und holy shit, Leute, jetzt geht's natürlich richtig ab. Ihr habt wahrscheinlich jetzt ganz YouTube wahrscheinlich redet darüber, über Dragon Ball Super und die Rückkehr 2019. Ich möchte euch aber jetzt erstmal alles erklären, wie und was überhaupt bekannt ist, woher es überhaupt kommt, die Gerüchte und was es damit auf sich hat. Ich weiß auch, dass es viele da draußen gibt, die gestern schon ein Video rausgehauen hat, ich sage jetzt mal nicht den Namen, der natürlich gleich wieder es so getan hat, als wenn alles unter Dach und Fach ist, alles bestätigt ist, hundertprozentig klar ist, aber leider Leute, es ist leider einfach nicht so. Dass Dragon Ball Super irgendwann weitergeht, war uns natürlich von vornherein klar. Der Manga geht ja sowieso weiter, er heißt auch weiterhin Dragon Ball Super, ja, Manga Kapitel so und so, jetzt sind wir aktuell mit den Spoilern bei Kapitel 46, der Endgegner ist natürlich Moro und man muss auch hier sagen, dass natürlich man einige Gerüchte schon hatte, man hatte mehrere Aussagen der Verantwortlichen, Synchronsprecher von Vegeta, dann die Synchronstimme von Son Goku und Son Goten und Son Gohan, ja, ihr wisst natürlich alle, wen ich meine, und die haben ja auch schon verlautet, dass womöglich, oder es wurde so gesagt, dass es einfach weitergehen sollte, weil der Hype nun mal gerade da ist und man sollte das Eisen so lange schmieden, wie es noch glüht. Und das haben sich wahrscheinlich die Verantwortlichen, Akira Toriyama und natürlich Toei Animation, gedacht, dass wir uns dann natürlich nicht irgendwie abschrecken lassen, sondern dass wir Dragon Ball einfach weiterführen. Wir haben auch einige Insider-Informationen, so Geekem 101, der natürlich dieses oder diese Gerüchte erst in Rollen gebracht hat, dass er Insider-Informationen hat und genau weiß, oder er hat es nicht genau gesagt, aber er hat gesagt, dass er weiß, wann, wie, wo, was passieren würde, und damit fangen wir jetzt erstmal an. Er sagt auch, dass die Ankündigung wahrscheinlich zwischen den 26. und 28.04. sein wird. Das ist nämlich ein ganz spezielles Datum, weil hier nämlich zulande dann oder generell der Jahrestag von Dragon Ball Z ist, nämlich der 30. Jahrestag von Dragon Ball Z, was natürlich auch zur Ankündigung genutzt werden kann, also die Indizien sind natürlich sehr groß dafür, und natürlich der Jahrestag von Dragon Ball Super, der damals 2015 angekündigt wurde, da wurde ja angekündigt, dass Dragon Ball Super kommen wird, und ich sage mal, es spricht schon alles dafür. Dann haben wir noch eine weitere Information von Geekem, er sagt, seit September und ja, zwischen September und Oktober 2018 wohlgemerkt, soll nämlich die Firma schon in Vorproduktion gegangen, um diesen Animationsstil beizubehalten und natürlich die Qualität wöchentlich beizubehalten, also diesen Standard der Animation aufrechtzuerhalten. Wir müssen aber ganz klar sagen, dass es natürlich so wie die einzelnen Folgen, die wir von Dragon Ball Super hatten, zum Beispiel mit dem Ultra-Instinct, ja, oder den Endkampf mit Jiren, dass diese Animation, diese Qualität der Animation natürlich nicht wöchentlich aufrechterhalten werden kann. Da müssen wir ganz klar Abstriche machen. Aber es ist ganz cool, erstmal zu wissen, dass es überhaupt weitergehen soll und dass die Firma sogar schon in Vorproduktion gegangen ist. Ja, das eine Gerücht stützt, was ich nämlich vor einigen Monaten schon mal gesagt habe, oder ja, ich glaube einen Monat, wo ich sagte auch, 2019 kommt der Dragon Ball Anime wohlmöglich zurück. Vielleicht, es ist noch nicht 100%, muss man ganz klar sagen hier. Aber da habe ich ja auch schon gesagt, dass eine Internetseite gesagt hatte, dass Dragon Ball Super weitergehen wird. Und dann wurde es ja gleich einen Tag später von Toei Animation revidiert. Und die haben gleich gesagt, nein, es ist noch nichts in der Mache, es ist noch nicht mal in Planung. Denn wenn wir den Insider-Informationen von Geeken glauben können, dann ist die Firma schon in Vorproduktion gegangen und das seit September, Oktober. Dann haben wir noch eine weitere Information, dass die Designs oder die Animation-Design jetzt auch Naori Hiro übernimmt, nämlich der, der den Dragon Ball Super Broly-Film mit animiert hat. Der wird mit im Boot sein und der wird wahrscheinlich dann auch dieses Design beibehalten aus dem Kinofilm. Dann haben wir noch eine kleinere Info, und zwar wird der Broly-Film, also der Dragon Ball Super Broly-Film von Super, wird nicht adaptiert. Also das heißt, er wird nicht im Anime vorkommen, er wird nicht behandelt. Vielleicht wird man einige Sachen daraus zitieren oder sonst dergleichen, aber er wird nicht abgehandelt, so wie Battle of Gods oder halt Resurrection of F. Jetzt fragen sich natürlich auch welche, was ist denn mit dem Anime, der jetzt zurzeit auf dem Sendeplatz von Dragon Ball Super, wo Dragon Ball Super damals gelaufen ist, gerade innehält. Und zwar ist das ja der Anime Kitaro
und er wird wahrscheinlich weiterlaufen, da jetzt auch einige Movies geplant sind, aber er wird wohl weiterlaufen und wenn Dragon Ball Super, so wie es aussieht, kommen wird, dann wird es wahrscheinlich verschoben werden, es kommt wahrscheinlich früher oder halt nach Dragon Ball Super. Das weiß man noch nicht ganz so genau und die Insider oder Geekem hat darüber noch nicht so viel gesagt, aber er hat halt gesagt, dass dieser Kitaro Anime auch weiterlaufen soll. Aktuell ist der Super Dragon Ball Manga nämlich bei Kapitel 26 oder Kapitel 26 kommt demnächst raus. Wir haben ja schon einige Leaks gehabt und wir sehen auch, dass Moro ein extrem krasser Gegner ist, der auch Vegeta und Son Goku gerade ein bisschen fertig gemacht hat. Ja, die sind mittlerweile am Boden, haben wir ja in den Spoiler-Kapitel in meinem anderen Video gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es einfach mal ab. So, und wenn sich euch einige da unten jetzt fragen, was ist denn mit Dragon Ball Heroes? Geht es denn auch jetzt weiter? Ja, meine lieben Freunde, Geekem hat gesagt, dass es auch weitergehen wird. Der Dragon Ball Heroes Anime, Promo-Anime, wohlgemerkt. Ja, es ist ja für ein Arcade-Game-Spiel in Japan. Viele dachten immer, dass es die neue Anime-Serie ist. Nein, es ist nur ein Promo-Anime. Darum sind die Folgen auch nur so kurz. Das war es aber erstmal im Großen und Ganzen mit den neuen Informationen von Geekem in seinem Video. Aber im Großen und Ganzen war es das alles mit den Informationen, die wir von Geekem ja erfahren konnten und seine Insiders. Man muss hier nur festhalten, dass wir natürlich nicht hundertprozentig sagen können, dass es offiziell bestätigt ist. Davon ist natürlich noch abzuraten. Aber man kann durchaus sagen, dass es vielleicht zu 90% unter Dach und Fach ist und dass Dragon Ball Super weitergeht. Woher Geekem diese Informationen hat, keine Ahnung. Er hat keinen namentlich erwähnt oder woher er das gelesen hat oder sonst dergleichen. Nur, dass es halt so sein wird. Wir müssen auch hier sagen, jetzt sagen natürlich welche, ja, er kann ja auch lügen oder kann sich irgendwas aus der Finger saugen. Ja, das kann er auch. Natürlich, das muss nicht so sein, wie er es sagt. Das kann alles wieder sich auch ändern. Seit Dragon Ball Super so angefangen haben, kann man ihm, oder er hat schon einige Vorhersagen getroffen, die auch sich bewahrheitet haben und darum kann man sagen, dass es hier auch so sein könnte. Also wie gesagt, ich sage, zu 90% kann man davon ausgehen, dass Dragon Ball Super nun im Juli kommen wird. Weitere Infos werden natürlich folgen, sobald welche draußen sind. Das ist natürlich ganz wichtig, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um immer auf den Laufenden zu sein. Sobald irgendwas Neues da ist, werde ich dann sofort darüber berichten. Also seid gespannt, was uns da noch erwartet mit Dragon Ball Super. Das war's erstmal von mir und diesem Video. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und natürlich ganz wichtig, was denkt ihr darüber? Wird es kommen, wird es nicht kommen? Was erhofft ihr euch denn aus der Serie? Und alle anderen Anregungen natürlich wie immer unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin erstmal raus und tschüss.